In so vielen Menschen ist so viel Schmerz. Dieser Schmerz, den so viele Menschen in sich tragen, der macht etwas mit uns und der hat verschiedene Auswirkungen oder wir gehen sehr unterschiedlich damit um. Und wenn wir Schmerz von uns weisen, wenn wir ihn nicht fühlen wollen, dann fängt er an, sich zu verselbstständigen in uns. Das ist das Thema vom heutigen Beitrag auf traumaheilung.de. Ich bin Dami Scharf. Ich freue mich, dass du da bist. Wenn du magst und es gefällt dir, dann abonniere den Kanal. Da freue ich mich. Und ja, dem Schmerz, den wir in uns haben, unsere Aufgabe ist quasi, diesem Schmerz ein Zuhause zu geben. Und vielleicht sogar nicht nur bei uns, sondern vielleicht gibt es auch Menschen, die uns nahe sind, denen wir auch wirklich ein Zuhause geben können für deren Schmerz. Weil alle Verletzungen in unserem Leben, auch wenn wir es vielleicht nicht daran erinnern können, hinterlassen Spuren, tiefe Spuren zum Teil in uns, die unser Verhalten bestimmen, die unser Denken bestimmen, die unser Fühlen bestimmen. Und wenn wir diesen Schmerz nicht zu uns nehmen und heilen und darüber trauern, dass uns das passiert ist, und wenn wir uns auch nicht gegenseitig unterstützen in diesem Schmerz und darin sehen und nicht nur eben mit dem Pat-Pat auf den Rücken, ja, das war schlimm, sondern einen Raum geben, damit auch dieser Schmerz mal da sein darf, dass Menschen wirklich weinen können und gehalten werden in diesem Schmerz oder manchmal wir uns vielleicht einfach auch nur selber halten in dem Schmerz, aber ihn zulassen. Wir erleben das immer wieder am Anfang auch von Gruppen, dass die Tendenz zu trösten, die ist so stark in uns so und wir wollen was tun, wenn jemand leidet, aber das Beste und Schönste, was wir tun können, ist zu sagen, ja, ich bin da. Ich bin da, ich sehe dich, ich halte deine Hand oder ich nehme dich in den Arm. Und ich bin einfach nur da, weil wenn wir anfangen zu trösten, hat die Person meistens das Gefühl, dass sie aufhören muss zu weinen und dass es genug ist, jetzt da das Gefühl zu haben und weiterzugehen. Und dann bleibt immer ein Rest und wir sind eigentlich nicht richtig ausgeweint, könnte man sagen, und haben das nicht genügend fühlen dürfen. Und zwar anders als früher, nämlich, dass wir heute vielleicht mit Mitgefühl fühlen oder eben sogar in den Arm genommen werden oder mal die Hand gehalten bekommen und wirklich, wirklich diese Wunde, die da geschlagen ist, sehen und betrauern können. Und wenn wir diesem Schmerz ein Zuhause geben, dann kann er langsam sich eben auch auflösen, integrieren. Es kann etwas Neues daraus wirklich wachsen. Und ich glaube ja, dass je mehr Menschen eben Schmerz abwehren, desto mehr flottiert er wie frei durch die Welt und sucht sich andere Möglichkeiten. Und wenn wir Schmerz abwehren, das ist das, was zum Teil unsere Eltern gemacht haben, die Angst und den Schmerz von dem, was sie erlebt haben, von dem vielleicht für die Kriegskinder oder Kriegsenkel, ja, was sie nicht da fühlen konnten, weil es viel zu viel und viel zu groß war, dann wehren sie eben auch ihre Mitgefühl ab und ihre Empathie und ihre Liebe für ihr Kind so und agieren genauso hart, weil sie einfach den Schmerz nicht fühlen wollen, weil das, was logischerweise passiert, ist, wenn wir den Schmerz von jemandem sehen, dann stößt er unseren eigenen Schmerz an und wir brauchen diesen Raum irgendwann, um dahin gucken zu können. Aber wenn ich da nicht hinschauen will zu mir, was das auslöst, dann muss ich ihn auch bei dir wegmachen. Und dann sieht man eben so Gesten wie Pat, Pat auf den Rücken, ja, das war schlimm, oder Pat, Pat, jetzt ist auch gut. Oder wie auch immer wir manchmal mit anderen umgehen. Und deswegen ist das wirklich für mich ein sehr großes Anliegen, dieses dem Schmerz ein Zuhause zu geben, weil ich glaube, dass es die ganze Welt weicher und berührbarer machen würde und wirklich offener füreinander machen würden, wenn wir bereit sind, auch immer mal wieder, ja, unseren Schmerz zu fühlen und zu betrauern und den von anderen auch zuzulassen. Das heißt nicht, und ich weiß, dass für viele schon denken, oh Gott, ich fühle sowieso schon die ganze Welt und das macht mich ganz ohnmächtig. Darum geht es mir nicht, sondern um den konkreten
Menschen, den ich vielleicht mal vor mir habe und ich mir aussuchen kann, wie ich damit umgehe. Wir können nicht den Schmerz der Welt schultern, wir können den nicht heilen, wir können nur die Personen um uns herum mitheilen und ihnen was mitgeben und vor allem eben auch uns selbst. Ja, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören wieder. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wenn du magst, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dami.